In diesem Video geht es jetzt darum, WordPress zu installieren, also dieses Blog Content Management System. Dafür braucht man eine MySQL oder MariaDB Datenbank. Ich habe das alles jetzt bereits vorbereitet und gehe jetzt einfach das, was ich vorbereitet habe, Schritt für Schritt mit dir durch. Erstens mal zu Hetzner. Wir brauchen eine neue Domäne in der Konsole H. Ich habe diese Domäne, weil ich getestet habe, bereits angelegt. Das wäre jetzt WordPress Daemon 01, die verweist über CNAME nach Daemon 01. Dann hub.com WordPress. Hier hat man die ganzen Informationen über WordPress. Eine Sache möchte ich aufklären. Wenn man bei den Supported Tags, also im Dockerfile, auf Latest oder auf Apache verweist, dann wird ein Apache Webserver installiert und es wird PHP installiert und alles kann ich weiterleiten über HTTP Requests. Deswegen habe ich ausgewählt als Tag 6-Apache. 6 ist die Version von WordPress und Apache, dass ich einen Webserver brauche. Da sind alle Sicherheitsupdates inkludiert, also 6.0.1, 6.0, 6.0.2, zukünftige, was auch immer, werden mit diesem Tag 6-Apache inkludiert. Okay, das zu dem Thema Tags, dann man braucht mehrere Variablen, in denen man übergibt, welcher Host für die Datenbank zuständig ist, welcher Benutzer, welches Passwort und so weiter. Das habe ich auch berücksichtigt. Dann, was wir wissen müssen, ist, dass WordPress auf Port 80 dann diesen HTTP-Server zur Verfügung stellt. Hier haben wir jetzt ein Beispiel, wie es aussehen könnte, wenn man ein Docker Compose File hat. Hier hat man einmal das Service WordPress und einmal das Service DB. Das Service DB wäre jetzt eine MySQL-Datenbank, an die man ein paar Variablen übergibt, damit das Ganze korrekt initialisiert wird. Und bei WordPress hat man eben Port 80, der nach außen durchgeschalten wird. Und auch wieder über ein paar Variablen muss man eben sagen, welcher ist denn überhaupt mein Datenbankhost, mein Datenbankbenutzer, Passwort und so weiter. Okay, ansonsten muss man hier nichts wissen, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ja, dann gehe ich mit euch mal das Ganze durch. Computer, Daemon 01. Hier drinnen gibt es ja bereits den Docker-Ordner und in diesem Docker-Ordner habe ich den Ordner WordPress erstellt. Und hier sehen wir unser Docker-Compose-File. Ich gehe jetzt mal ein, zwei Ordner zurück. Code. Punkt. Und öffne das Ganze im Visual Studio Code. Hier sieht man den Docker-Ordner mit Base, Rogue, Host und eben jetzt neu WordPress. Und unser Docker Compose File sieht jetzt so aus. Es ist jetzt ein bisschen länger, weil ich zwei Container habe, die gestartet werden. Aber was weiterhin bleibt, ich habe oben das Netzwerk, die Netzwerkdefinition. Ich brauche wieder Zugang zu Default und zu Proxynet. Ich habe meine Services und mein erster Service ist MariaDB. MariaDB ist in Anführungszeichen der Nachfolger von MySQL, die offenere Variante und die aktuelle Version ist 10.8. 10.9 ist noch in Beta oder in Release Candidate Station, also verwende ich 10.8. Und hier ist auch wieder inkludiert, falls es ein 10.8.1 gibt oder ein 10.8.2 und so weiter, ist das alles mit inkludiert, das wird dann mit upgedatet. Nur falls in dem Moment, wo dann auf
10.9 hochgeschaltet wird. Die aktuelle Version gehe ich nicht mit. Das möchte ich kontrolliert machen. Wenn ich dann erfahre, es gibt eine neue Version, also 10.9, dann werde ich hergehen und werde Backups machen und das alles Schritt für Schritt durchgehen und schauen, ob alles funktioniert, weil von 10.8 auf 10.9 dann doch wieder ein größerer Schritt ist. Okay, Restart, Unless Stopped, dürfte inzwischen klar sein bei mir. Und hier sind die Variablen, die übergeben werden müssen, bis auf das erste, das, wenn ich das nicht angebe, wird ein zufälliges Root-Passwort gewählt, aber ansonsten die anderen drei muss ich übergeben. Es gibt, welche Datenbank soll beim ersten Start von diesem Container erstellt werden? Welcher Benutzer soll erstellt werden und Zugriff auf diese Datenbank haben? Und welches Passwort soll der haben? Diese Informationen kann ich angeben, die werden beim ersten Start von diesem Container berücksichtigt und damit wird das System erstellt. Dann Networks Default. Hiermit sage ich, dieses MariaDB braucht Netzwerkzugriff, aber nur den Default-Netzwerkzugriff, damit man von WordPress aus auf MariaDB zugreifen kann. Dann, wo soll MySQL die Daten hinspeichern? Die Daten der kompletten Datenbank liegen unter varlib MySQL im Container. Und jetzt haben wir eine neue Ordnerstruktur. Was gleich bleibt, ist Home Docker Data. Dann habe ich den Namen WordPress als Name für den Docker Compose über Ordner. Also wir haben da den Ordner WordPress. Und Docker Compose WordPress beinhaltet den Dienst oder das Service MySQL. Und da drinnen kann ich das Ganze jetzt dann für diesen Container speichern. Ich gehe jetzt dort zum WordPress Container weiter. Hier habe ich das gleich aufgebaut. WordPress ist eben der Name des Docker Compose und dann WordPress ist der Name des Containers und da drinnen HTML, weil es mir passend erschien, das war www.html einen Unterordner bekommt mit dem Namen HTML. So, wie auch immer, wir haben dann jetzt den zweiten Container mit dem Image WordPress 6 Apache, damit wir einen HTTP-Server im Hintergrund haben, auf den wir weiterleiten können. Restart and Stop. Neu ist Depends On. Ich möchte, dass WordPress erst dieser Container erst dann gestartet wird, wenn der MariaDB Container gestartet ist. Weil es macht keinen Sinn, WordPress funktioniert nicht ohne die Datenbank. Also sage ich damit, warte damit mit Starten, bis das oder auch noch andere Sachen, andere Container gestartet sind. Über das Environment, über die Variablen WordPress DB Host, Name, User und Passwort übergebe ich die Referenz zu MariaDB. Der Host, das ist der Host, der über das Default-Netzwerk, das da eingerichtet wurde, erreichbar ist. Der Name des Services ist automatisch der Name des Hosts. Und mit DB Host MariaDB bekomme ich Zugriff auf diesen Container da oben. Datenbankname, WordPress, User, das sind dieselben wie oben bei der Datenbank und auch das Passwort. Das Datenbankpasswort muss übereinstimmen. Also diese Informationen müssen mit der Datenbank übereinstimmen, dann funktioniert es. Bei Network sage ich, ich brauche Default, damit ich erstens mal zum MariaDB zukommen, also zur Datenbank, und zweitens auch Requests nach außen ins Internet abschicken kann. Dann braucht dieser Container Zugriff zum Proxynet, weil dieser Container über den Namen WordPress an das Proxynet, also an HTTPS-Portal weitergegeben wird. Und das habe ich hier schon erklärt, Volume, also die Daten werden gespeichert im Container in www.html und auf dem Host, auf dem Server sind diese Daten in diesem Ordner verfügbar. Okay, das war jetzt das Docker Compose-File. Und was jetzt neu ist, eine andere Art und Weise. Ich verwende jetzt Ansible
um das Ganze jetzt zum Server hochzuladen. Ich lade den kompletten Ordner WordPress zum Server hoch in den Ordner Home Docker und nicht Data, sondern Projects WordPress. In diesen Ordner lade ich den kompletten Ordner WordPress mit all seinem Inhalt hoch. Im Moment ist hier nur eine YAML-Datei drinnen, aber oft braucht man noch zusätzliche Konfigurationsdateien und Skripte. Die würde ich alle in diesen Ordner WordPress reinlegen und die werden jetzt mit unserem Playbook hochgeladen. Das erste, was ich mache, ist, ich lösche den alten Projektordner, also den. Ob es ihn gibt oder nicht, egal. Falls es ihn gibt, wird der komplette Ordner WordPress gelöscht. Warum? Damit ich immer den Stand auf dem Server bekomme, den ich hier drinnen habe. Deswegen gibt es auch eine Unterscheidung zwischen Docker Data und Docker Projects. Die Projects werden immer wieder neu hochgeladen, weil der aktuelle Stand ist immer hier auf dem lokalen Computer und wenn ich das Playbook ausführe, dann soll dieser Stand vom lokalen Computer hochgeladen werden. Und Docker Data, dieser Ordner, wo die ganzen Daten drinnen stehen, den überschreibe ich nicht. Okay, hier gibt es drei Tasks. Einmal Delete Old Project Directory. Das Löschen oder Erstellen einer Datei funktioniert mit dem Ansible-Modul File. Und hier kann ich einen Status angeben. Wenn dieser Status absent ist, dann kümmert sich Ansible darum, dass dieser Ordner WordPress nicht existiert. Also, falls er da ist, wird er gelöscht. Und was wir hier jetzt auch sehen, das habe ich ganz vergessen zu erklären, in einem Ansible Playbook kann man Variablen hinterlegen und verwenden. Also es gibt dort den Punkt was. Den Punkt was kann man an verschiedenen Stellen verwenden, aber ich verwende ihn jetzt direkt auf derselben Ebene von Hosts. Und hier kann ich eine Variable hinterlegen, die ich dann mit dieser Syntax verwenden kann. Und wie man sieht, ich verwende jetzt diese Variable Projektordner Project hier dreimal im gesamten Projekt. Also ich muss es nur einmal definieren, was Project hier ist der Name der Variable und das ist der Inhalt. Und wenn ich dann mit doppelten geschwungenen Klammern arbeite, kann ich diese Variable im weiteren Playbook verwenden. Okay, dann der zweite Play sagt, also der zweite Task sagt, kopiere den Projektordner. Dazu gibt es den Copy, das Copy-Modul. Und wenn die Quelle ein Ordner ist, ein Ordner, leicht erkennbar durch den Slash ganz hinten, also wenn die Quelle ein Ordner ist, dann wird das Ziel auch ein Ordner. Und somit kann ich jetzt sagen, kopiere den kompletten Ordner Docker WordPress, also von Docker Ansible CFG ausgehend, von dem Ordner ausgehend, von dem aus dieses Programm ausgeführt wird, geh in den Ordner Docker und schnapp dir den Ordner WordPress und kopiere den in den Zielordner in das Project hier. Okay, wenn das erledigt ist, dann schnappen wir uns das Modul Docker Compose und sagen dem Modul Docker Compose, wo liegt unser Projekt? Und hier verwenden wir auch wieder die Variable Project hier und es liegt ja in diesem Ordner Project WordPress. Damit weiß Docker Compose dieses Modul, wo sich die Docker Compose Datei befindet. Und hier kann ich sagen, immer wenn dieses Modul, also dieser Task ausgeführt wird, startet das Projekt neu. Und mit Pull kann ich zusätzlich sagen, immer dann, wenn dieses Playbook ausgeführt wird, hole dir den neuesten Stand, das neueste Image aus dem Internet. Okay, also wir haben jetzt WordPress, wir haben Docker Compose. Was ich jetzt schnell mache, ist, ich kommentiere den letzten Teil aus und führe jetzt dieses Docker WordPress YAML Playbook aus, ohne dass ich das Ganze jetzt mit Docker Compose starte. Gehe vorher zu Demo 01.
Screen Midnight Commander Home Docker. Hier haben wir bis jetzt ja nur den Data-Ordner, Base Row, Ghost und so weiter. Das, was wir schon angelegt haben. Und jetzt führe ich dieses Docker WordPress Playbook aus. Jetzt wird der erste Schritt erledigt. Falls es den Ordner gibt, wird er gelöscht. Der zweite Schritt, es wird der Projektordner hinkopiert und mehr Schritte gibt es im Moment nicht. Steuerung L. So, und jetzt gibt es einen Projects-Ordner und in diesem Projects-Ordner gibt es den WordPress und dem Docker Compose. Und das hat einige Vorteile, wenn die Docker Compose-Datei auf dem Server liegt. Einer der Vorteile ist, man kann mit der Docker Compose-Datei arbeiten. Docker Compose Config. So kann ich jetzt testen, ob die Konfiguration funktioniert, ob alles passt. Ich kann da drinnen dann mit Docker Compose LogsF das Log ansehen. Mit PS kann ich sehen, welche Prozesse sind gestartet und so weiter. Ich kann das jetzt alles direkt in dem Ordner machen. Ich brauche da jetzt nicht ein anderes System dafür, wie zum Beispiel Portainer. Okay, gut, das hat er jetzt gemacht. Jetzt werde ich diesen Teil wieder aktivieren und dieses Playbook neu ausführen. Jetzt holt er sich im Hintergrund natürlich das WordPress Image und das MariaDB Image und versucht das Ganze natürlich zu starten. Okay, schauen wir uns das Ergebnis an. Ich gehe wieder hier rein. LS. Wenn ein Ordner gelöscht wird, in dem er sich gerade befindet, dann muss man aus dem Ordner raus und wieder reingehen, weil es die Referenz ja nicht mehr gibt. Deswegen habe ich da jetzt keine Ausgabe gehabt. Docker Compose PS. Wie man hier sieht, ist jetzt MariaDB gestartet, ist zugreifbar intern über 3.3.0.6, WordPress wurde gestartet und ist intern zugreifbar über Port 80. Scheint zu funktionieren. Ich kann jetzt auch das Log ansehen, Docker Compose Logs F. Und da sieht man in unterschiedlichen Farben die unterschiedlichen Container. Ja, Command Line Apache D, Foreground, das sieht gut aus, Steuerung C. Ja, das sieht gut aus. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns HTTPS-Portal und fügen die Domäne in die Konfiguration hinzu. So, Docker Compose. Jawohl, unser Alias ist WordPress. Also kann ich jetzt im HTTPS-Portal auf WordPress Port 80 zugreifen. Playbook für das HTTPS-Portal neu starten. Ja, und wir sind schon in der Installation von WordPress. Also, Deutsch-Österreich, weiter. Dann habe ich mir schon Zugangsdaten vorbereitet. Benutzername ist meine E-Mail-Adresse. Das Passwort möchte ich nicht vorschlagen, ich möchte es verstecken. Und Passwort aus meiner
Passwortverwaltung kopieren, Titel der Webseite, Gerolds WordPress, Benutzername, Passwort, E-Mail-Adresse und die Suchmaschinen möchte ich davon abhalten, diese Webseite zu indexieren, weil diese Webseite keinen Sinn ergibt, ist ja nur ein Demo. WordPress installieren. Schaut gut aus. Da melde ich mich noch nicht an. Schauen wir uns mal den Blog an. Hallo Welt. Gerolds WordPress. Admin. Anmelden. Willkommen bei WordPress. Okay. Dann schauen wir auch, ob das Plugin installieren funktioniert. Installieren. Ein populäres Plugin suchen. Lightspeed Cache. Keine Ahnung, probieren wir es aus. Installieren. Schauen, ob das mit Installieren von Plugins auch funktioniert. Aktivieren. Okay. Lightspeed Cache ist aktiviert und funktioniert. Aktualisieren, schauen, ob das auch funktioniert von Plugins. Schaut ja richtig gut aus. Gehen wir mal zur Website. Dann werden wir einen neuen Post veröffentlichen. Er wurde veröffentlicht. Geht zur Website. Und hier haben wir unseren Post. Ah, super. Schaut gut aus, funktioniert. Haut hin. Also, wir haben jetzt WordPress installiert. Mit Hilfe eines Docker Compose Files und eines Playbook Files. Man hat einen Ordner, in dem alles drinnen ist, was Docker Compose benötigt, um zu laufen, Konfigurationsdateien und so weiter. Hat eine Docker Compose-Datei, in der alles drinnen steht, alle Dienste, alle Docker Container, die man starten möchte. Kopiert das Ganze mit Hilfe von Ansible, mit Hilfe des File-Moduls noch, also kopiert es hoch, löscht vorher den Ordner, kopiert alles hoch. Und startet das Ganze dann mit Docker Compose. Ja, das war's zu diesem Thema. WordPress mit Docker Compose und Ansible installieren. Ich hoffe, dass es dir irgendwas gebracht hat. Und wenn dir das Video gefallen hat, bitte ein Daumen nach oben würde mir helfen.